Wir könnten ja auch mal wieder investieren. So eine Runde. Ja, das stimmt. Ich mache mal gerade auf Pause. Kasachstan hat sich dem Block Türkei angeschlossen und Moldau hat sich dem Block Staaten von Serbien angeschlossen. Okay, wir können mal investieren. Das hier ist, genau, das gehört immer noch zum Territorium von Frankreich. Beziehungen 122. Ja, wir könnten Investitionen hier machen. Und wir haben keine Investitionspunkte mehr, weil es letztes Mal gescheitert ist. Also 65 Prozent Wahrscheinlichkeit. Wir könnten dort vorher noch mal so eine Wohlwollensrunde einlegen auch. Vielleicht hilft uns das ja. Also erst Wohlwollen. Okay. Aber bei den 65, ich glaube, das können wir uns sparen. Wir haben vorhin irgendwie ein paar Sachen gehabt mit 75 oder und auch höher und sie sind gescheitert. Ja, dann Kanada investieren. Ja. Da können wir. Wir haben sogar noch zwei Wohlwollenspunkte. Wir könnten das auf 100 pushen. Ja, das finde ich gut. Okay. Dann haben Und wir. Pasek regt übrigens auch regt gerade an im Chat Frankreich zu fragen, ob sie nicht naja, uns die Insel geben wollen, uns verkaufen wollen. Und zumindest könnten wir darüber nachdenken, inwieweit wir die Inselstaaten, ich glaube Fidschi und ich bin so schlecht in Geografie, aber inwieweit wir die vielleicht mit in unserem Blog perspektivisch aufnehmen. Ja, um sie Dass sie dann dann gar nicht zu mehr im Block sind, sondern. annektieren. Naja, wir können sie ja fragen, ob sie Lust haben, Ja. mitzumachen bei uns. Okay, jetzt geht's wieder um die Spendengeschichte. Und hier ist es wieder die seltsame Sache mit Target Group 1 und Target Group 2 sind identische Länder da drin. Das ist ein bisschen komisch, aber. Okay, schmutziger Kampf. Der Wettbewerb innerhalb der Spendensammlung ist erbittert und alle geben ihr Bestes, um die Spitze zu erreichen und zu gewinnen. Aber faires Spiel und Beitragszahlungen sind möglicherweise nicht genug, um die Oberhand zu behalten. Wenn wir ein wenig den Schmutzkübel in Richtung unserer Mitbewerber schwingen, könnten wir unsere eigene Popularität steigern. Und falls nicht, können wir so immerhin die Popularität unserer Gegner einen Schlag versetzen. Verkünden wir, dass die anderen es nur des Ertrages wegen machen und dass ihnen das Problem im Grunde völlig egal ist? Verkünden wir, dass die anderen nur an der Spendensammlung teilnehmen, um die Aufmerksamkeit von ihren anderen Verfehlungen abzulenken? Konzentrieren wir uns auf unsere karitative Natur, anstatt auf unsere Mitbewerber zu konzentrieren? Es hat keinen Sinn, sich auf sowas einzulassen. Ja, ich schwanke zwischen den letzten beiden Varianten. Dieses hat keinen Sinn und ach komm, lass die ihr Ding machen. Ja, Wofür bist du denn? ich bin eher dafür, es hat keinen Sinn, sich auf sowas einzulassen, tatsächlich. Weil ich Ich bin finde da übrigens so. Parsecs Frage auch schon gut. Die Wo? passt da. Ja, worum geht's bei der Spende? Das ist Genau. immer so eine Sache. Wenn wir jetzt dieses Dilemma, kann ich mal auf diese Spende klicken. Anscheinend werden diese Spendenaufrufe in diesem Spiel so strukturiert, dass man einen Spendenaufruf gewinnt als Land und kriegt dann Punkte, die einem nachher zum Sieg verhelfen. Also es ist halt eine ganz seltsame Verdrehung von Spenden. Es ist irgendwie so austauschbar. Wir hatten irgendwie Fluthilfe. Wir wussten nicht mal, in welchem Land diese Fluthilfe erzeugt, sondern es war nur der Wettbewerb, welches Land hat am meisten gegeben und dafür gab es dann Siegespunkte. Also es ist halt eine sehr seltsame Mechanik, die irgendwie ja. Also, es hat auch was so mit eine interessante Komponente mit, ja, wenn irgendein Land hilft, dann geht es jetzt nicht wirklich darum, dass da wirklich geholfen wird, sondern auch um
eine Möglichkeit zur Einflussnahme und einen diplomatischen Hebel und so. Diese Variante finde ich so spannend, aber es wird ja komplett ausgeblendet, worum es eigentlich geht. Ich weiß auch nicht mehr, worum diese Spendenkampagne ging. Irgendeinen Krieg? Krieg. Ja. Ja. Ich weiß aber auch nicht mehr, in welchem Land. Ich glaub, nee, haben sie auch gar nicht gesagt. Kriege. Ich glaube, es ging um Krieg im Allgemeinen. Ja, genau. Krieg im Allgemeinen. Ich würde sagen, es hat keinen Sinn, sich auf sowas einzulassen. Wenn wir das machen, sind wir wahrscheinlich aus dem Spendenwettkampf raus. Nö, aus dem Schmutz, aus nee? Der schmutzigen Kampfoption. So lese ich das. Na, weil dieses konzentrieren wir uns auf unsere karitative Natur, anstatt auf unsere Mitbewerber. Da wären wir ja auch raus. Und bei dem letzten habe ich den Eindruck, das wäre quasi hinwerfen. So, komm, lasst mich in Ruhe, wir machen den Spaß überhaupt nicht mehr mit. Ach so, ja, okay, ja, dann wäre ich eher dafür. Stimmt, weil wir hier wir auch überhaupt gar kein Geld geben. Es ist halt doof, dass wir für jede andere Option 500 AP, aber wir haben es ja im Moment. Also wir haben Zuwachs, was Schönes. Ja. Also dann würde ich dafür sein hier. Da bin ich bei dir. Okay. So, jetzt machen wir kurz auf Pause. Investition hier. Finanzierung, Sammlung für das Rote Kreuz. Unser Rang ist 1. Wenn wir da mal draufklicken. Eine Spendensammlung zugunsten der Opfer der andauernden Kriege auf der Welt. Und die Belohnung für den Erstplatzierten, Kriegstreiber-Modifikator minus 25, da sind wir im Moment bei minus 1, und 150 Punkte. Und dann zweiter Platz ist 100 Punkte und dann dritter Platz 50 Punkte. Und es sind 8 Teilnehmer und unser Land beteiligt sich. Und wir sind im Moment unser Rang 1. Also so funktioniert diese Mechanik dieser Spendengeschichten. Aber es regt mich auch auf, weil es halt so... Also es ist im Spiel so schlecht umgesetzt, dass ich sagen würde so, ja, es ist jetzt irgendwie klar, dass das so... Also das hätte man schöner machen können. Mir fällt jetzt auch nicht direkt ein, wie viel schöner. Mhm. Aber ne, es stört mich irgendwie ein bisschen. Ja, also da waren sie bei anderen Mechaniken sorgfältiger. Genau. Wie mit dieser blöden Inflation. Ja, also ich glaube, wir müssen, also wenn man jetzt Frankreich in einem Block hätte und wir können Frankreich nicht in den Block einladen, weil die schon in einem anderen Block sind. Ich klicke, um das zu demonstrieren, auf Australien. Wenn ich hier einen Block hätte, dann könnte ich annektieren. Aber dafür brauche ich ganz, ganz viel Blockintegration. Überall 70. Und dann kann ich Territorien annektieren, die ich zu uns nehmen würde. Und ich brauche 5 Wohlwollen von dem Land. Okay. Also das ist auf jeden Fall gut zu wissen, wenn wir uns über die so perspektivisch da so vor... Weil wir müssen ja erstmal mit Frankreich sozusagen in die Integration gehen. Wir können das bei den Inseln da oben schon versuchen. Ja, wir können eine Kernprovinz beanspruchen. Tatsächlich. Ja gut, aber das würde wahrscheinlich... Ja, aber das würde wahrscheinlich irgendwie dazu führen, dass Frankreich sagt, ey, geht's noch. Ja. Korrekt. Weltherrschaft ist definitiv eine Option, ja. Man kann das auch total militaristisch spielen, man kann das auch als Diktatur basteln, die ganze Nummer hier. Also Autoritarismus und Totalitarismus sind hier auf so einem Balken. Wir sind im Moment immer noch in der Demokratie. Da muss man aber nicht bleiben. Es gibt hier sehr viele Siegesbedingungen. Weltregierung ist der diplomatische Sieg. Information ist Macht, da ist Siegsbedingungen für Technologie, wo wir bald auch die erste Stufe erreicht haben, nämlich mit 85 Index menschlicher Entwicklung. Es gibt Globalisierung als Ziel, es gibt wirtschaftliche Überlegenheit, es gibt absolute Herrschaft und ewiger Ruhm ist der Sieg nach Punkten. Und wir haben uns schlussendlich für diesen Diplomatensieg entschieden, weil wir Neuseeland spielen. Also es war klar, dass wir nicht unbedingt hier gerade die großen Industrieweltmeister werden. Wir werden wahrscheinlich auch militärisch irgendwie nicht großartig was ausrichten können. Wir würden schon an Australien scheitern.
Und insofern war das für uns die logische Konsequenz, glaube ich, zu sagen, ja gut, dann versuchen wir es mit dem Diplomatensieg. Weswegen wir auch gerade das so spielen, wie wir es spielen. Genau. Ja, sehr, sehr lieb und idealistisch, würde Edelhack jetzt sagen, wenn er da wäre. Projekt Kernspaltung wurde umgesetzt. Yay, der Laser kann kommen. So, einmal Pause. Ich glaube, wir können jetzt schon wieder fragen. Governmental Assistance, also 95% für... Die haben schon wieder 16.000 AP auf Tasche legen, Aktionspunkte. So, jetzt haben wir... Wir haben nur 533 Aktionspunkte, das heißt... So, moderne Wasseraufbereitungsanlagen. Ich würde jetzt nochmal, wenn wir wieder... Wenn die... Ja, wir suchen mal was Kurzes, würde ich sagen. Ich würde jetzt gerne in Umwelt reingucken, so ein bisschen. Ja. Da werden, glaube ich, den Landschaftsschutz noch mehr. Ach, die sind alle, die sind aber auch alle zu teuer für. Dafür haben wir zu wenig AP. Im Moment. Weil ich glaube, jetzt, es wäre langsam ganz gut, irgendwas zu machen, was das Bruttoinlandsprodukt stabilisiert. Das steigt zwar immer noch, aber es sind gerade nur noch 0,06. No. Wirtschaftlicher Fokus haben wir nur Agrarsubventionen. Damit können wir Agrarsubventionen machen. Dann würde ich doch mal vielleicht beim Finanzsystem gucken, ob wir da was haben. Bankenschutz. Nein, wenn auch. Oh, guck mal. Auch. Achso, nee, Rohstoffeinnahmen aus Gegenspionage. Staatsanleihen. Geldeinnahmen plus 5%, Kosten durch Schulden plus 15%. Wir haben jetzt... Und 20 AP Unterhalt. Wir müssen da zwar nicht mehr so sehr drauf gucken, aber ist jetzt auch an der Sache, wir haben kein Geldproblem. Das stimmt, aber du hast vorhin auch gesagt, wir müssen so ein bisschen aufpassen, wenn wir Rohstoffe kaufen, weil die Rohstoffe so teuer sind. Insofern finde ich es gar nicht so schlecht. Stimmt. Ich würde noch mal... Finden wir noch was anderes. Ja, ich würde noch mal in Infrastruktur reingucken. Luftfahrtinfrastruktur oder Schienennetz. Ja, sind beide möglich. Schienennetz, auch wieder Metall, gibt ihr Index menschlicher Entwicklung plus ein und Arbeitslosigkeitswachstum. Erbauen und unterhalten sie ein Schienennetz, das die gesamte Nation umspannt. Fänd ich verlockend. Ist auch sowas Kurzes. Und dann Modernisierung der staatlichen Eisenbahn ist etwas, wo wir AP kriegen und BIP-Wachstum haben. Krass. Aber was ich sehr... Mir was, gern die ja. Die Luftfahrt nochmal angucken. Die Luftfahrtinfrastruktur. Die fängt es im Prinzip direkt auf, das, was, worum du dir Sorgen machst, nämlich BIP-Wachstum und wir kriegen ein IME. Wo ich es jetzt sehe, finde ich es auch geil. Also, und es ist super kurz. Wir also profitieren von unserer verkürzten Zeit, die wir gerade noch haben. Ja, komm, dann lass uns das anschubsen und dann können wir das Schienennetz immer noch machen. Das ich stimmt. Das und auch die Modernisierung war ja auch gut. Das hatte ja, glaube ich, ähnliche Werte. Ja. Wie die Luftfahrt. Korrekt. Ja. Ja, schön. Wohlwollen erlangen, erfolgreich in Frankreich umgesetzt. Wie schön. So, ich mache nochmal Pause. Namibia hat sich dem Block angeschlossen. Lager von Tansania. Okay. So, in Frankreich haben wir Wohlwollen erlangen. Wir können jetzt investieren und Wohlwollenspunkte einsetzen und die Chance ist auf 90. Das ist schön. Dann würde ich das tun. Ja, komm. Ja. Und dann hätten wir noch Kanada. Positive Aktion. Wir können gerade nicht investieren. Weil wir zu
weil wir zu oft hintereinander investiert haben. Wir könnten hier Wohlwollen erlangen machen für 85. Ja, wir haben keine Investitionspunkte mehr. Ja. Ja, schad ja nicht. Nee, wir haben auch nicht genug AP. Dann, wie war das denn unten mit Fiji und Vanuatu? Vanuatu ist das. Oder? Fiji? Was ist das denn? Ich bin so schlecht. Ja, Fiji und Vanuatu. Ja. Was können wir mit denen so machen? Weil ich finde es auch spannend, die so langsam in den Block reinzukriegen. Dann könnten wir uns nämlich dann so ganz langsam Richtung Asien auch, was die Finanzwege und Investitionswege betrifft, begeben. Na, bisher haben wir ja nur im Block diese interessanten Optionen, dass wir halt APs kriegen und so. Und wir müssen halt die Block-Integration hochballern, damit wir halt auch in irgendeiner Form Einflussnahme nehmen können. Also es ist halt gar nicht so... Wir weiten uns ja nicht wirklich aus, sondern es ist eher so, dass wir starke Partner für den Block eher suchen, so wie ich das im Moment sehe. Es macht vielleicht Sinn, halt die irgendwann zu durch diplomatische Aktionen halt quasi einzugemeinden. Weiß ich auch noch nicht, wie das funktioniert. Wenn ich das ja richtig gesehen habe, funktioniert das aber nicht ohne die grundsätzlichen Integrationen. Genau. Außer wir erobern sie, was wir ja wahrscheinlich nicht wollen. Oder vielleicht wollen wir es doch, aber das wäre jetzt für mich zurzeit gerade nicht unbedingt eine Option, über die ich nachdenke. Nee. Na gut, wie sieht das eigentlich aus? Wir hatten doch irgendwie mal mit Japan auch gute Beziehungen. Was ist denn damit? Ja, wir haben jetzt halt leider gerade keine Aktionspunkte, um hier... Wir haben mit Japan 91. Wir könnten eine diplomatische Mission machen oder auch hier investieren, aber wir müssen halt das Langzeit ausbauen, die Diplomatie. Und halt so viel bringt diese Diplomatie nicht. Das hat uns, dass wir mehr als zwei Staaten in unserem Block drin hatten, hat uns wirtschaftlich ziemlich zugrunde gerichtet. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich weiß nicht, inwieweit wir das jetzt noch vergleichen können. Weil ja wir inzwischen auch die Blockintegration noch mal krasser vorangetrieben haben. Das heißt jetzt, wo die wirtschaftliche Gleichwertigkeit auch kommt, wenn wir einen starken Partner hätten, der noch mit in dem Block ist, und wenn es dann um die wirtschaftliche Gleichwertigkeit geht, müsste ja auch mehr zu uns fließen. Also es ist nur die Frage, ob die Integration innerhalb des Blocks das diese Auswirkungen verändert haben. Weiß ich nicht. Wir haben 113, das heißt also, die Japan würde im Block bleiben sogar. Wir könnten sie tatsächlich, also wir könnten halt versuchen, mal Wohlwollen zu erlangen und zu investieren bei ihnen. Ja, das fände ich irgendwie mal ganz schön. Und okay, ich finde auch, Pasek schlägt die Gründung der Pazifischen Union der PU vor. Achso, wir können kein Wohlwollen erlangen, weil das 150 kostet. Können wir investieren? Ah. Und wir haben sogar noch einen Wohlwollenspunkt. Damit könnten wir auf 90 für Investitionen. Ja, da haben wir auch alle was davon. Gut. Naja, gut. Dann machen wir das mal. Okay, wir gehen mal zurück so und probieren nochmal Japan aus. Und dann könnten wir halt, was wir halt auch mal machen könnten, wäre Blockaktionen und Ask for Resources. Ja. Das können wir auch mal, ja. Also, wir können mal gucken, wir brauchen 1000 AP. Wir kriegen 500. Die haben super viel Ressourcen. Also, wir können einfach nach Ressourcen fragen, wenn wir wieder genug AP haben. Finde ich auch gut. Ja. Okay, dann. Und das mit Japan, da weiß ich einfach nicht, inwieweit es Sinn ergibt, die mit in den Block zu holen, einfach weil diese kulturellen Unterschiede ja auch so groß sind. Das ist ja hier relativ einfach, weil akzeptierte Kultur ist irgendwie westlich.
beziehungsweise die akzeptierte Kultur australisch ist auch okay. Ich weiß nicht, inwieweit wir uns mehr Probleme machen, wenn wir einen Block haben, der so divers ist. Das wäre, glaube ich, mit anderen Staaten leichter. Wie beispielsweise mit Südafrika vielleicht. Ja. Aber das kann ich auch nicht so richtig einschätzen. Pazifische Union, freiheitsliebender Freunde, kurz PUFF. Schön. Hm? Ja. Ja. Ich, wo wir gerade bei Abkürzungen sind, ich habe meine Doktorarbeit am Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie gemacht, kurz FMP. Also Leibniz-Forschungsinstitut, das ist das F, für molekulare, das ist das M, Pharmakologie ist das P, FMP. Und ich bin auf die tolle Idee gekommen für eine Fete, das könnte man lautmalerisch auch ausdrücken als FMP und habe das neben eine Bierflasche gemacht, ne? Halt das FMP, um eine Bügelflasche zu öffnen, das wäre so FMP, FMP, das wäre doch was. Fanden die nicht lustig. Ich weiß gar nicht warum. Ich finde es immer noch super. Ich muss auch gerade lachen. Das ist schön. So, diplomatische Aktion. Also Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. So, das ist schön. Jetzt fragen wir nach Ressourcen. Und dann unterbreche ich dich auch nicht. Du wolltest was sagen. Ach, das ist schon wieder weg. War nicht so wichtig. So, 85 oder 95? Eher 95, ne? Ja, wir hätten die Ressourcen halt wirklich gerne. Ja. Insofern ja, 95. Können wir schon wieder was Positives machen. Wir können wieder investieren. Dann machen wir das doch mal direkt. Sehr gut. Ja, und wie sieht das aus? Ich sehe, wie sieht das mit noch einer Pause aus, Romy? Ich bin total dafür. Ja, ich müsste nämlich auch mal wieder Flüssigkeit wegbringen. So, Ask for Resources, erfolgreich umgesetzt. Unsere Ressourcen sehen wieder besser aus. Das ist also auch ein schöner Nebeneffekt von diesem Block. Wir können uns Metalle ranziehen, bis wir einen Weg gefunden haben, unsere Metallproduktion hochzuschrauben. Aber das wird auch bald passieren, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, Forscher und ihre Akronyme. Oh, Horsti, ich kann dir da Sachen erzählen. Ey, jedes Mal rege ich mich da wieder drüber auf. Ich auch. Also, ich gucke ja in relativ viele unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen rein für meine Arbeit. Und es ist so anstrengend, dass sie immer nur für die eigene Community geschrieben sind. Und wenn dann Begriffe auch noch von unterschiedlichen Wissenschaften anders besetzt werden und damit auch anders ab... Das macht mich echt ein bisschen wahnsinnig. Also so für mich als Lesende und damit Arbeitende. Diejenige, die mit wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeitet und selber jetzt nicht mehr so viel beiträgt zum Wissenschaftsprozess. Ja, ich habe ja in einem eher technischen Bereich, also ich habe Techniken erforscht und dabei gibt es halt, also Hochauflösungsmikroskopietechniken und da gibt es einen wahren Dschungel von Abkürzungen. Also ich habe gearbeitet auf einer Technik, die heißt D-Storm. Das ist kurz für Direct Stochastic Optical Reconstruction Microscopy oder kurz D-Storm. Dann gibt es auch noch Storm, es gibt Sim, es gibt Simsalabim, es gibt Stet, es gibt Shrimp, es gibt Fiona, es gibt Shrek. Ja, es gibt Shrimp, Shrek und Fiona. Es gibt Lobster, es gibt Resolved. Und das sind längst noch nicht alle Abkürzungen, die es in dem Feld gibt. Und wahrscheinlich, ich bin jetzt raus seit 2016, wahrscheinlich sind noch 15 dazugekommen. Ich habe damals die Technik SDD-Storm entwickelt. Das ist kurz für Spectral Demixing Direct Stochastic Optical Reconstruction Microscopy. Oder besser gesagt 3D-SDD-Storm. Aber Abkürzung ganz, aber man kann auch Spaß damit haben, aber es gibt tatsächlich eine Mikroskopietechnik, die heißt Simsalabim. Angefangen hat das als Wette zwischen zwei Professoren. Der eine hat gesagt, traust du dich in ein
Keynote-Vortrag auf der Konferenz die Abkürzung Simsalabim sinnvoll unterzubringen? Wenn ja, gibt's ein paar Kisten Wein von mir. Er hat's gemacht, er hat die Kisten Wein gekriegt und dann hat er eine Technik entwickelt, die er dann auch sinnvollerweise Simsalabim genannt hat und hat dann mehr Wein gefordert. Ich sag aber nicht, wer das war. Sehr witzig. Großartig. So, Pause. Sag mal, einer Naturwissenschaftler hätten keinen Humor. Ja, komische Art von Humor, aber auch. Muss man sagen. Ja, es ist halt so ein bisschen, ja, ist ein bisschen nerdig, aber irgendwie nicht weniger sympathisch. Ja, IT ist es genauso schlimm mit Abkürzungen. Das ist, da gebe ich dir vollkommen recht. So, ich würde jetzt Pause machen, meine Uhr zeigt. So, und da sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr noch alle da seid. Ich sehe gerade, ich habe ein paar gedroppte Frames. Ich hoffe, das sind nicht so viele. Aber so ist das halt manchmal. Übrigens, liebe Menschen, kurze Ankündigung, ich werde es am Ende auch nochmal sagen. Wir werden nächste Woche was anderes machen und nicht mehr Real Politics 2. Was sage ich noch nicht? Aber wir hören nicht mit Real Politics 2 auf. Was? Wie geht das denn? Naja, was ich mir überlegt habe, einfach auch mal als Experiment. Dieses hier gucken ja auch einige Leute auf YouTube und wir haben uns überlegt, da das hier noch wirklich lange dauert, bis wir die 100 Jahre durchgespielt haben. Ich meine, wir sind im 5. Stream und haben 7, fast 8 Jahre geschafft. Meine Fresse. Ja, es ist nicht schlimm, aber so ein bisschen Abwechslung ist ja auch was Schönes. Wir wollen auch was Neues machen. Wir haben einiges vor. Und ich werde damit nicht aufhören, sondern ich werde anfangen, diese Real Politics 2 Serie als Neuseeland weiter als YouTube-Video aufzunehmen und bei YouTube rauszuhauen. Und ab und zu wird Romy mit dabei sein. Dann kann ich Romy berichten, was ich denn jetzt so alles gemacht habe. Also nicht bei jeder Folge. Ich werde dann gucken, dass ich Folgen aufnehme, so wie ich Zeit habe, sodass ich mal auch extra was für YouTube mache und nicht einfach nur die Streams zerschneide und bei YouTube raushaue. Weiß ich nicht, ob das gut ankommt. Ich hoffe, das freut auch ein paar Leute, die auf YouTube sind. Und ihr könnt, wenn wir gerade nicht Dienstagspolitik machen, auch anderes Zeug von uns, teilweise von Romy und mir, größtenteils dann von mir erstmal auf YouTube anschauen. Und wir fangen mit der Dienstagspolitik. Nächste Woche machen wir was anderes als Real Politics 2. Und wir haben schon einige Pläne geschmiedet, was denn da so alles kommt dieses Jahr noch. Foreshadowing. Genau. Das wollte ich nochmal sagen, ich sag's am Ende auch nochmal, aber ich hoffe, das ist auch in eurem Interesse, dass wir Real Politics 2 weitermachen, aber auf eine andere Art und Weise. Weil im Stream irgendwie andere Sachen machen, macht uns ja auch irgendwie Freude. Also das ist immer eine schöne Geschichte und deswegen haben wir uns für diesen Schritt entschieden. Also, nächste Woche im Stream gibt's was anderes. Lasst euch überraschen. Und jetzt machen wir erstmal weiter hier. Und wie gesagt, das hier wird fortgesetzt auf YouTube. Da freue ich mich auch schon drauf. Hab noch nie ein Let's Play nur für YouTube aufgenommen. Ist für mich auch eine Premiere. Diplomatische Aktion Investitionen wurden erfolgreich in Kanada umgesetzt. Ja, wie schön. Was haben wir hier oben? Slowenien hat sich dem Block Slowakei angeschlossen. Okay. Es gibt im Chat gerade gar keine Reaktion auf die Ankündigung. Ich versuche das gerade noch einzuordnen. Also wenn ihr dazu Meinungen habt, raus damit. Das ist, glaube ich, für uns auch ganz gut. Habe gestern mit Through the Darkest of Times angefangen. Ach, wirklich? Das ist die ähnlich ist wie For the People, ne? Nur mit Widerstand gegen die Nazis, aber halt auch so eine Graphic Novel, könnte man sagen, oder? Horstie? Through the Darkest of Times. Das stand doch auf einer unserer Listen. G-
Genau, stimmt. Through the Darkest of Times stand auch auf unserer Liste. Diplomatische Aktion Investition wurde erfolgreich in Japan umgesetzt und wir haben sogar einen Wohlwollenspunkt dadurch erlangt. Das ist ja schön. Und Diplomatische Aktion Investition wurde erfolgreich in Frankreich umgesetzt und wir haben auch einen Wohlwollenspunkt erlangt. Unsere... Okay. Und Investition erfolgreich in Australien. Machen wir gerade wieder Pause. Aber es ist schön, Horsti, dass du sagst, ich bin mit allem happy. Das ist schön. Das freut mich. Und Parsec ist mit anderen Sachen kurz beschäftigt und lauscht euch. Wie schön. Danke für die Mitteilung. Das ist schön. Ja, unsere diplomatischen Aktionen haben hier Dinge bewirkt. Okay, hier bei den anderen wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Wenn ich mal auf Japan gehe, positive Aktionen. Okay, wir könnten Wohlwollen erlangen machen. Und wir haben wieder Investitionspunkte. Ja, so ein bisschen Wohlwollen ist doch gar nicht schlecht. Okay. Und Australien. Okay, Investitionen und Wohlwollen machen wir gerade woanders. Deswegen können wir es bei Australien nicht machen. Okay, und Horsi hat gerade Kanalpunkte rausgehauen für Physik. Da habe ich jetzt spontan nichts, aber das kann ich ganz schnell ändern. Ah, ja, genau. Oh, unser Projekt Luftfahrtinfrastruktur wurde erfolgreich umgesetzt. Ich komme zu deiner Physik gleich. So, hier oben sind Sachen passiert. Ungarn hat sich dem Block Zentrum von Vereinigtes Königreich angeschlossen. Republik Kongo dem Konzil von Südafrika. Ah, Südafrika hat seinen eigenen Block gegründet. Und wir haben einen neuen Krieg. Indien gegen Pakistan. Und der Krieg Pakistan gegen Iran hält noch an. Pakistan hat echt den kurzen... Die Krieg ist von allen Seiten. Ja, die Krieg ist von allen Seiten. Uiuiui. Genau, wir haben jetzt erstmal ein... Wir brauchen dringend die Vereinten Nationen. Ja. Das ist ja Völkerrecht mal so grundsätzlich. Wir müssen das entwickeln. So. Es wäre jetzt Zeit für Blockintegration. Ich habe auch irgendwie auf der Liste noch seltene Erden stehen. Haben wir das schon gemacht? Und nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Das wäre hier. Seltene Erden. Das IME plus 1 und seltene Erden plus 8. Und das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß, es ist eigentlich Zeit für Blockintegration. Aber ich finde es irgendwie ganz gut. Oder willst du lieber eine Blockintegration machen? Ich würde lieber eine Blockintegration machen, um da voranzukommen. Weil es ist jetzt nochmal ein Nebenschauplatz. Weil ich würde jetzt sagen, wir machen weiter Blockintegration, wenn wir da was Cooles haben. Und da haben wir eigentlich immer coole Sachen. Und auf dem anderen sorgen wir jetzt dafür, dass wir die schwimmenden Städte kriegen. Hätte ich jetzt so gesagt. Ja, da hast du recht. So, dass wir nicht drei Projekte aufmachen. Ja. Okay, Programm zur wirtschaftlichen Gleichberechtigung hätten wir. Gleichwertigkeit, Entschuldigung. Das ist halt auch... Wirtschaftsintegration geht hoch, BIP geht hoch, Blockbeziehungen gehen hoch, Arbeitslosigkeit minus 0,01. Das ist schon groß. Ja, und das ist schon ziemlich groß. Bessere Blockbeziehungen. Ja, los, komm, das ist eine gute Idee. Gut, haben wir das in die Wege geleitet. Und dann würde ich kurz
Physik machen? Mhm. Ich bin gespannt. Etwas, womit ich mich auseinandergesetzt habe, was in der Mikroskopie, wie ich finde, oft ein bisschen falsch gemacht wird. Es geht nämlich um die Fragestellung nach der Auflösung. Und es gibt halt eine bestimmte Grenze, wo man Dinge noch erkennen kann. Und die ist abhängig von der verwendeten Wellenlänge. Und es gibt zwei Ansätze so ein bisschen. Und ein Ansatz ist halt nicht ganz korrekt. Es gibt den Ansatz von Abbe, die abbische Beugungsgrenze oder das Beugungslimit, sagt man auch manchmal, was direkt mit dem Auflösungsvermögen gleichgesetzt wird. Abbe hat was Cleveres gemacht, aber er bezieht sich darauf, wie klein die Striche in einem Gitter sein dürfen, damit man sie noch sehen kann, wenn dieses Gitter beleuchtet ist. Und das ist halt wichtig für ein Mikroskop, wo man mit Licht, das man reingibt, also was, wenn man etwas beleuchtet und dass dadurch der Kontrast zustande kommt. Die meisten modernen Forschungsmikroskope sind Fluoreszenzmikroskope, wo man auf jeden Fall in der Biologie, wo man Dinge markiert mit einem Farbstoff, die dann beleuchtet und die Fluoreszenz misst. Das heißt also, man misst das Licht, was aus der Probe zurückkommt, nichts, was reflektiert wird, sondern du regst etwas an und blendest das Anregungslicht komplett aus und misst nur das Licht, was von den angeregten Stoffen zurückkommt. Und dafür gibt es das Rayleigh-Kriterium. Das Rayleigh-Kriterium ist eine heuristische Bedingung für den Abstand zweier Lichtquellen. Ja, also wir sprechen jetzt nicht mehr von einem beleuchteten Gitter, sondern Rayleigh-Kriterium sagt, wann kann man zwei Lichtquellen noch scharf voneinander trennen. Und Fluoreszenzmikroskopie ist genau das, dass man nämlich einzelne Lichtemitter sieht, nämlich einzelne Farbstoffmoleküle, und wann man die noch auseinanderhalten kann, ist eigentlich das Auflösungsvermögen von einem Mikroskop. Und das Rayleigh-Kriterium ist ein wenig strenger oder größer, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal sage, ungefähr Beugungsgrenze nach Abbe ist proportional, also oder sagen wir es mal etwas anders ausgedrückt. Die abbische Auflösungsgrenze ist eine Definition von Winkel, ein bestimmter Winkel, unter dem man was beobachtet, und eine Brechzahl und so weiter. Ich will da nicht ins Detail gehen. Und das ist die Auflösung. Und das Rayleigh-Kriterium hat noch einen Vorfaktor, der dieses Auflösungsvermögen größer macht. Das heißt, es ist nach dem Rayleigh-Kriterium deutlich strenger, wenn man noch von einer möglichen Auflösung spricht. Und da geht auch die Wellenlänge des verwendeten Lichtes mit ein und der Brechungsindex des verwendeten Materials. Und auch also die NA, die numerische Apertur des Objektives, wird damit reingerechnet. Aber es ist total interessant, dass es in vielen Fällen immer noch die abbische Beugungsgrenze benutzt wird, obwohl es dort um ein beleuchtetes Gitter geht, also Licht, das auf ein Gitter fällt und dann zurückreflektiert wird. Und darüber wird eine Auflösung bestimmt. Aber die meisten Forschungsmikroskope machen Fluoreszenz. Und da geht es darum, dass man Lichtquellen voneinander trennt, weil es hier nicht um reflektiertes Licht geht, sondern um Anregungslicht, das von Punktemittern emittiert wird. Und da sollte eigentlich das Rayleigh-Kriterium zur Anwendung kommen. Ist meine Auffassung, wird nicht immer so verargumentiert, ist eine Feinheit, die auch in meinem Feld, aus dem ich komme, der Fluoreszenz-Hochauflösungsmikroskopie, tatsächlich eine umstrittene Sache ist. Aber wenn man die beiden Wikipedia-Artikel, Rayleigh-Kriterium und abbische Beugungsgrenze, nebeneinander legt, finde ich, kann man nur zum Schluss kommen, dass wenn man von Fluoreszenzmikroskopie spricht, dass dann das Rayleigh-Kriterium das Ausschlaggebende sein muss. So habe ich es auch in meiner Doktorarbeit gemacht und ich habe dafür nicht auf den Sack gekriegt. Was ich finde, ist ein guter Hinweis darauf, dass ich vielleicht auf dem richtigen Weg bin. Nienquist-Kriterium, schreibt Pasek. Das ist nochmal was anderes. Nienquist-Kriterium
benutzen ist auch wichtig für die Hochauflösungsmikroskopie, aber ist nochmal was anderes. Nyquist-Kriterium ist, warte mal, Nyquist, habe ich das auch richtig ausgesprochen? Nyquist, ne? Nyquist. Das ist, du meinst das Nyquist-Shannon-Aptas-Theorem, nehme ich an. Ja, genau, mit Y. Nyquist-Shannon-Aptas-Theorem ist, wie viel Information du auf eine Trägerfrequenz aufbringen kannst. Das Nyquist-Shannon-Aptas-Theorem kommt tatsächlich auch in meiner Doktorarbeit vor, weil es geht darum, wie viel Punktemitter ich auf eine biologische Struktur aufbringen kann, um tatsächlich ihre Struktur abzubilden. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Rabbit Hole, in das ich jetzt nicht absteigen will. Aber das ist durchaus was anderes, weil es geht hier nicht um Frequenzen, sondern hier spielt die Wellenlänge nicht in ihrer Wellennatur eine Rolle, sondern nur darum, wie sehr der Punkt von Punktemittern verschmiert wird durch die Heisenbergsche Unschärferelation. Nyquist-Shannon-Aptas-Theorem sagt, wenn du eine Trägerfrequenz hast, wie viel Information kannst du draufpacken, dass du immer noch eine Trägerfrequenz erhältst. Aber da geht es ein bisschen tiefer rein. Also es ist nicht dasselbe. Nyquist-Shannon-Aptas-Theorem und Rayleigh-Kriterium sind verschiedene Dinge. Ja, aber also es geht beim einen um das Auflösungsvermögen und beim anderen geht es um Informationsgehalt. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, auf jeden Fall. Aber ich bin beeindruckt, dass jemand sich mit dem Nyquist-Shannon-Aptas-Theorem beschäftigen muss. Aber okay, es ist wahrscheinlich in der Informationstechnik sehr, sehr weit verbreitet. Ich musste mich da echt einlesen und das umbasteln für die Mikroskopie. Wir sind hier in einem Grenzbereich der Forschung, würde ich jetzt mal sagen. Aber das war jetzt erstmal die Physik. Nee, ich spiele meinen Mikrosound nicht zweimal ab. Ich glaube, das, was du meinst zu hören, ist das extrem gute Richtmikrofon, das Romy benutzt. und du hörst das, was bei ihr aus den Ohrhörern rauskommt. Das hatten wir schon mal. Ich hatte diese Vermutung. Und ich habe nicht dran gedacht und habe jetzt gerade eben den Ton ein wenig leiser gemacht, sodass ich hoffe, es jetzt besser wird. Okay, aber das war jetzt erstmal die Physik. Die bauen nicht aufeinander auf. Es geht hier wirklich um Lichtquellen, wann man sie noch trennen kann und Nyquist-Shannon ist etwas für, wie gesagt, ein Aptas-Theorem auf einer Trägerwellenlänge. Das heißt, wann Wellenlängen wo reinspielen, ist bei Rayleigh und Nyquist-Shannon grundsätzlich verschieden.